Man merkt schon mal, Güllekin ist kein angenehmer Ort. Jedenfalls das Umland davon. Denn scheinbar sind wohl hier ziemlich viele der Kobolde vom Malahi hingeflüchtet. Oder sie kommen von hier, von irgendwo. Irgendwo müssen Kobolde ja auch gezüchtet werden, sozusagen. Jedenfalls, wenn man sie für einen Krieg benutzt. So, hier ist eine Klippe. Eine ziemlich steile Klippe nach unten. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo. Na, schmatzende Ghule. Ein ganzer Haufen schmatzender Ghule. So. Khalid, guck mal, was die Ghule dabei hatten. Böses entdecken. Böses entdecken, das konntest du noch nicht. Der Zauber sei nicht recht praktisch, weil wenn man einen Paladin eigentlich in der Gruppe hat, weil der das bis zu 10 Mal am Tag kann irgendwann. Aber so würde ich den Zauber eigentlich kaum in meine Liste nehmen. So, nebenbei. Wir haben ziemlich viele Furchtstäbe, fällt mir gerade so auf. Also können wir die, können wir davon ruhig mal einen verballern. Hier sind Wasserpfützen, das heißt, hier war vielleicht mal ein Fluss. Wir sind wohl in einem ausgetrockneten Flussbett unterwegs. Macht vielleicht sogar Sinn, weil wir sind hier in der Nähe der Feuerweinbrücke. Ja, das ist definitiv kein See gewesen. Kein See. Also vielleicht war es mal ein See. Aber jetzt sind da nur noch... Oh. Ich würde lieber gleich zur Sache kommen. So, und so, euch beseitigen. So, so, da treffen wir es also doch noch. Arme kleine Talisa. Ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, warum ihr jetzt sterben müsst. Ich wette, ihr hattet schon mehrere Begegnungen mit verschiedenen unfähigen Konfliktieren. Tja, damit ist jetzt hier Schluss. Ihr müsst sterben. Einen Moment. Wer will, dass wir sterben? Bevor ich sterbe, will ich wissen, wie ich mit meinem letzten Atemzug verfluchen soll. Ich bin sicher, werdet ihr ungefähr genauso viel Ärger bereiten, wie das restliche Lumpenpack, das wir umgebracht haben. Bitte lasst uns einfach in Ruhe. Wir haben weder euch noch denen etwas getan, den ihr dient. Fragen wir mal so. Glaubt ja nicht, dass ich dumm genug bin, den Namen meines Herzens zu verraten. Ihr sollt wissen, dass ich Volka heiße und euch den Tod bringe und jetzt sterbt. Ich bin gut. Führen wir gleich mal den kleinen Zwerg da hinten. Oder führen wir irgendwen? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ja? Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Du zauber mal ein Gewitter. Jetzt sind alle hier gefiert, oder was? Dann buff mal alle. Das hättest du schon früher machen sollen. Okay, einer ist schon mal tot. Dafür, dass die beiden gefiert sind. Oh, es sind alle entviert. Aber ein paar sind gelähmt. So. Was wollt ihr? Was immer ihr braucht. Der Priester ist weg. Ja, Hira ist schwer verwundet. Was?
Dann heil ich mal kurz ja hier rein ein bisschen. So. Und jetzt boxen wir auf den da ein. Der kann nämlich irgendwie gar nichts. Nur komisch sterben. Und ich habe ganz vergessen, ich habe doch... Ah, jetzt ist es eh zu spät. Ich hätte doch einfach das Leben wegbannen können. So, ein paar Schriftrollen. Ein Morgenstern, wieder einen Absorbationstrank. Und ziemlich wertlose Waffen. Oh, einmal ein Kettenhemd und ein Heldentrank. So, ein Absorbationstrank. Die hat Thalys, hat Yahira. Yahira, bitte. Schriftrollen zu Khalid. Das heißt, zur Identifikation zu ihr. Kettenhemd, das ihr den können wir hier identifizieren, den Morgenstern allerdings. Und das Langschwert. Und immerhin kennt sich auch nicht so gut damit aus. Nein. Gut. Was? Dann heißt es jetzt wohl, die beiden Angeschlagenen ja, hochheilen. So. Ja. Eine Aufgabe. Du heil dich weiter. So. Eure Dienerin und steht zu euren Diensten. So. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen gut. Rippeln begegnet. Was sagt der Tagebucheintrag? Ein Mann namens Volker hat heute versucht, mich zu töten. Er sagte mir nicht, wer sein Auftraggeber sind, aber er kannte meinen Namen. Ja, du hast uns wenigstens, ja, noch 1000 Erfahrungspunkte. Was? Nichts leichter als 1100 ungefähr. Hast uns wenigstens genug Erfahrungspunkte gebracht. Dankeschön. Jo, sind wir bald am Rand. Gut. Hier sind, das war wirklich vielleicht mal ein See hier, so wie das aussieht. Na, können wir hier noch ein bisschen was aufdecken? Ja, fast. Ja, gut. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Bis auf das Eck konnten wir hier alles aufdecken. Also das Eckchen da. Hier wächst auf jeden Fall schon ein Baum und zwar schon eine ganze Weile so groß, wie der geworden ist. Hier sind fossile Ablagerungen. Und hier können wir hoch. Ah, aber bevor wir... Hey Jungs. Ich würde sagen, bevor wir hier hochgehen... Wollte ich erst noch die andere Seite der Klippen mir ansehen. So, Imoen. Imoen braucht Pfeile. Also schnappen wir uns mal hier ein paar, weil gegen Kobolde brauchen wir keine guten Pfeile verschwenden. So. Hat sie schon mal wieder zwei Stacks übrig. Pfeile plus eins hat sie nicht mehr viele. Wir haben doch die ganzen Frostpfeile und so weiter, die wir dann noch verballern könnten. Was? So, jetzt wollte ich aber noch schnell hier lang gehen. Das Fitzelchen aufdecken, bevor ich da oben lang gehe. Also das hier sieht wirklich aus, als ob es mal ein See gewesen ist. Bis er vor kurzem vertrocknet ist. Also ich meine, hier der Bereich hier könnte ein See gewesen sein. Und hier floss der Fluss nach unten lang.
Und hier auch. Hier, das hier sieht auch aus, als ob hier ein Fluss lang geflossen ist. Vielleicht war das hier ein kleiner Nebensee. Ich muss ehrlich sagen, bei sowas... Das finde ich ganz klasse von dem Baldur's Gate machen, dass sie sich so viel Mühe gemacht haben mit den Gebieten. Da kann man richtig drum rätseln. Was war mal ein See? Was war mal ein Fluss? Das sieht man richtig schön teilweise auch hier. Da macht man sich schon Gedanken drum, dass das hier mal ein Fluss war und ein See. So, wir halten uns immer rechts. Ein Kaktus. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Ach, halt doch endlich die Klappe, Jaira. Du bist 5:1 überstimmt. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Ja? Gut. So. Wieder zurück hier und dann gehen wir den anderen Flussarm hoch. Den hier. Da läuft das Spiel ja leider nicht weiter. Sonst alles okay hier soweit. Schleuderkugeln. Naja, kriegt sie halt die besseren nachher von Jahira. Das ist dann auch okay. Auf jeden Fall gucken, dass wir die Feuchtstäbe ein bisschen aufbrauchen. Drei Stück sind nämlich doch ein bisschen zu viel, aber verkaufen ist auch Verschwendung. So, das ist der andere Flussarm, den wir hochgehen können. Und hier wachsen auch Kakteen. Jo. Hier sieht man es zwar schlecht, aber hier kommt man nicht hoch. Wir können nur da entlang gehen, in die Sackgasse. Hm? Nein, nicht ganz. Aha, sehr toll. Wir sind jetzt einmal um diesen Felsen hier rumgegangen, weil ich wieder mal den Weg übersehen habe hier durch. Okay, das heißt, der Fluss ist wahrscheinlich irgendwo von hier oben gekommen. Von hier. Hat sich hier geteilt und ist hier und hier runtergeflossen. Okay. Damit wäre das Rätsel auch gelöst. Entweder so, oder der Fluss kam von da unten und hat sich hier geteilt und ist so und so rumgeflossen, was ich aber nicht so glaube. Ich glaube eher, der ist hier lang geflossen, von da oben gekommen. So, jetzt müssen wir wieder um diesen Felsen rum. Ja, in Baldur's Gate 2 zum Beispiel ist man schon ein bisschen schneller. Und in Pillars of Eternity nachher sowieso. Ja. Aber hey, das ist ganz gemütlich, wenn man nicht ständig in Gegnergruppen reinrennt, die einen töten. Oder töten wollen. Jo. Hier geht es jetzt nach Norden weiter und da müssten wir nach Güllikin reinkommen. Genau, da sehen wir schon die Stadtmauer. Wobei das ein besserer Gartenzaun eher ist. Aber die Stadt ist auf jeden Fall, das Dorf ist auf jeden Fall noch bewohnt.
können wir uns hier mal umhören und mit den Leuten reden.